Willkommen auf meiner Reise durch 5000 Jahre Weltgeschichte. Unglaublich, was sich auf unserer kleinen Erde so abgespielt hat. Wer hat alles an dem großen Rad gedreht? Und wie wurde die Menschheit zu dem, was sie heute ist? Lassen Sie uns aufbrechen zu einer ganz besonderen Zeitreise auf 4 Kontinente, zu den Entdeckern und Königinnen, die Sie schon immer treffen wollten. Diese Herrschaften zum Beispiel dürften Ihnen allesamt bekannt vorkommen. Na, das kann ja heiter werden. So, und nun kommen Sie einfach mit. Ich bringe Sie dorthin, wo man Weltgeschichte auch heute noch hautnah erleben kann. Haben Sie schon Reisefieber? Ich auch. Ich bin genauso neugierig wie Sie. Also, ich bin dann mal unterwegs in der Weltgeschichte. Treffen Sie mit mir den etwas sonderbaren Christoph Kolumbus und sein berühmtes Ei. Volle Fahrt voraus ins Zeitalter der großen Entdeckungen. Neue Kontinente und geheimnisvolle Herrscher wie der Aztekenkönig Montezuma warten auf uns. Die alten Kulturen waren den Eroberern meist egal. Sie wollten nur Kasse machen für die Könige, die sie losgeschickt hatten. Aber auch Revolutionäre wie der Mönch Martin Luther veränderten die Welt. Und es schlug die Stunde der Frauen. Königin Elisabeth I. von England mit ihrer Flotte wurde zur mächtigsten Herrscherin der Welt. Bis zum 15. Jahrhundert ahnte man nur, dass hinter dem Horizont über den Ozeanen noch etwas sein könnte. Und wer wusste schon, ob man nicht irgendwo da hinten verschlungen wurde oder in einen Abgrund stürzte. Aber irgendwann war der Entdeckergeist der alten Europäer stärker. In Portugal und Spanien rauchten die Köpfe der Kartografen und Seeleute. Sie planten die Entdeckung neuer Kontinente. Schiffe wurden jetzt in alle Himmelsrichtungen losgeschickt und das Zeitalter der großen Abenteuer brach an. Der Wind weht von allen Seiten. Na, lasst den Wind doch wehen. Also Christoph Kolumbus verstehe ich gut. Auf einen wie ihn muss das alles gewirkt haben wie reines Adrenalin. Nicht untergehen. Einen neuen Weg nach Indien finden, das war Kolumbus Traum. Einfach immer nach Westen segeln, dann kommt man schon an, dachte er sich. Keiner an den Höfen Europas fand seine Vision besonders prickelnd. Die schlauen Kartografen glaubten nicht an die Berechnungen des Italieners. Aber ein Kolumbus gibt nicht so schnell auf. Und schließlich, bis nach langem Hin und Her, die machtbewusste spanische Königin Isabella von Kastilien an. Sie sagte sich, was soll's, vielleicht springt ja was für Spanien raus und man kann dem Konkurrenten Portugal eins auswischen. Einen Moment lang zögerte sie noch, aber dann ließ sie sich erweichen, in Gottes Namen. Kolumbus bekam 2 mickrige Schiffe von den Spaniern. Das dritte musste er sich mieten und eine Mannschaft anheuern, die nicht gleich meutern würde, wenn etwas schief ging. Jetzt ging es endlich los, immer Richtung Westen, den verlockenden Schätzen Indiens entgegen, auf die alle so scharf waren. Wenn man mich damals zur Mitfahrt auf dieser Nussschale zwangsverpflichtet hätte, als Schiffsjunge zum Beispiel. Naja, oh Gott, hätte ich gedacht. Was dieser Kolumbus da so alles erzählt, das ist doch reichlich schräg. Wenn du nach Indien willst, was ja ganz weit im Osten liegt, dann musst du gar nicht nach Osten fahren. Nein, du musst einfach ein bisschen nach Westen segeln. Wer soll denn bitte sowas glauben? Und dann endlich Land, wenn auch das Falsche. Statt Indien, Amerika. Aber er sagte sich, Hauptsache ich hab was entdeckt.
Andere zermartern sich das Hirn darüber, wie man ein Ei zum Stehen bringt. Ich hab's einfach getan. Das ist das Ei des Kolumbus. Ein Licht ging mir auf. Das ist das Ei des Kolumbus. Ein Licht ging mir auf. Irgendwie hatte sich Kolumbus die Inder genauso vorgestellt wie die Ureinwohner, die ihn so nett empfingen. Sie ahnten ja noch nicht, dass der Anfang vom Ende ihrer Kultur gekommen war. Und diese Indianer, die keine waren, heißen heute immer noch Indianer und die Indios Indios. Irrtümer haben in der Weltgeschichte manchmal das ewige Leben. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island. Da staunten die Europäer nicht schlecht. So etwas Gewaltiges an Natur hatte man auf ihrem eigenen winzigen Kontinent natürlich noch nie gesehen. So viele geheimnisvolle, fremdartige Kulturen, wie ein anderer Planet. Die Maya bauten in ihren Pyramidenstädten richtige Sternwarten. Sie beherrschten Mathematik, hatten eine Schrift und einen ausgetüftelten Kalender. Warum muss ich ausgerechnet hier an Beckenbauer und Netzer denken? Weil die Maya schon Ballspiele kannten. Die unterlegenen Mannschaften wurden den Göttern geopfert. Da sind wir heute doch einen Schritt weiter. Jetzt raten Sie mal, wo ich hier bin. In Ägypten? In Asien? In Angkor oder was? Eine richtige Wunderwelt. Mexiko. Das alte Amerika. Und das ist sie. Die geheimnisvollste Stadt der Welt. Teotihuacan. Auf Deutsch, wo man zu einem Gott wird. Fast 200.000 Menschen sollen hier gelebt haben. Damals war es die größte Stadt dieses Kontinents und damit das Zentrum Mittelamerikas. Nur vergleichbar mit dem alten Rom. Allerdings ging es zur Blütezeit Teotihuacans mit dem römischen Imperium bereits bergab. Und auch das Land der Pharaonen war längst versunken. Die Inka, die Maya, die Azteken und eben auch die Bewohner dieser Stadt wussten, wie man Land fruchtbar macht und Handel treibt. Wussten Sie, dass der Mais aus Mexiko kommt? Genau wie die Kartoffeln, die hier seit Tausenden von Jahren angebaut werden. Ohne Inka und Maya wäre unsere Kultur ärmer. Es gäbe zum Beispiel keine Pommes und Kakao und so manche leckere Frucht auch nicht. Irgendwann sprach sich herum, dass es auf der Welt Schlaraffenländer gab. Für die Entdecker und ihre königlichen Sponsoren gab's kein Halten mehr. Der Seeweg nach Indien, den Kolumbus eben nicht entdeckt hatte, ließ den Portugiesen keine Ruhe. Zu verlockend war die Aussicht auf reiche Beute. Vasco da Gama umsegelte als erster Afrika und kam über das Arabische Meer nach Indien. Die Portugiesen waren am Ziel ihrer Träume. Da wollten sie hin, da, wo der Pfeffer wächst. Sie waren scharf auf Muskat, Zimt, Nelken, Curry, Duftstoffe. All das konnten sie jetzt vor Ort billig kaufen und in Europa teuer verticken. Darauf hatten sie über 100 Jahre lang das Monopol. Portugal wurde damit superreich und zur führenden Seemacht. Und die Route nach Indien wurde streng geheim gehalten. Das größte Wettrennen der Weltgeschichte hatte begonnen. Klar, die Portugiesen wollten jetzt auch auf den neuen Kontinent, den Kolumbus für die Spanier entdeckt hatte.
Sie segelten nach Brasilien und schnappten sich die Küste. Und im Namen der Krone Portugals wurde da auch gleich ein schwunghafter Handel betrieben. Diesmal nicht mit Pfeffer und Zimt, sondern mit Menschen, mit Sklaven. Die Portugiesen verschleppten afrikanische Ureinwohner zu Tausenden auf den neuen Kontinent und verkauften sie dort meistbietend als Arbeitskräfte. Ein Riesengeschäft, das Portugal noch reicher machte. Und ein unrühmliches Kapitel für uns Europäer. Die Spanier wollten wie Portugal in dem neuen globalen Spiel dabei sein. Diesmal als Eroberer. Wenn schon, denn schon. Sie segelten wieder nach Lateinamerika. Mit der neuen Zeit kam auch gleich der nächste Sündenfall. Und der wurde den spanischen Eroberern auch noch ziemlich leicht gemacht. Mit einer Armee von gerade mal 150 Mann, 13 Pferden, Bluthunden und ein paar kleinen Kanonen fiel der Eroberer Hernando Cortés auf dem neu entdeckten Kontinent ein. Mit seinen Spaniern griff er auch gleich das mächtigste Volk Mittelamerikas an, die Azteken. Die Azteken kannten weder Pferde noch weiße Menschen in schimmernden Rüstungen und glaubten erst an eine Rückkehr der Götter, die in alten Sagen angekündigt worden war. Aber Götter mit gewaltigen Rohren, aus denen tödliches Feuer kam? Die weißen Männer verfolgten ein sehr irdisches Ziel. Cortés war auf der Suche nach El Dorado, nach dem Land, in dem es Gold im Überfluss gab. Und der Aztekenkönig Montezuma dachte sich, vielleicht ist das doch die Rückkehr der Götter, und empfing die Spanier. Die hatten schon spitz gekriegt, dass der mächtige Herrscher in seinen Schatzkammern riesige Mengen Gold hortete. Und Kakao. Damals auch Gold wert. Da war was zu holen. I am Montezuma. And you gotta drink a lot of hotter, hotter chocolate. Flip a dip, a whip a cream in the middle of a hotter, hotter chocolate. Pick her up and drink her down. Chocolate. Kakao. Bebo, 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 tanta chocolate. Bebo, 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 tanta chocolate. Drink a cup of hot chocolate. Reizender Gast. Klaut einfach einen Goldbecher. Der gutmütige Montezuma ließ die Spanier in seine Hauptstadt. Aus Angst vor den Kanonen und weil er nicht ahnte, dass die weißen Männer alles tun würden, um an seine Schätze zu kommen. Und tatsächlich, zentnerweise Kakao und ungezählte Kultgegenstände aus purem Gold fanden sie. Die brauchten die Azteken mit ihren vielen Göttern für religiöse Zeremonien. Alles hier war den Göttern geweiht. Vor allem ihm hier, dem Drachengott. Den verehrten sie als mächtigen, aber auch gütigen Gott und nannten ihn Quetzalcoatl. Das heißt die gefiederte Schlange. Die Schlange steht für die Erde und das Gefieder für den Himmel, also für alles. Und das hier ist sein Tempel. Heißt, er habe Blumen und Schmetterlinge als Opfer verlangt und keine Menschen, so wie sein Götterkollege Huitzilopochtli. Der war für die Sonne zuständig und damit die jeden Tag wieder aufgehen sollte, wurde er gnädig gestimmt durch Menschenopfer, jeden Tag aufs Neue. Die Menschen wurden bei lebendigem Leib aufgeschnitten. Das Opfer wurde von den Priestern auf einen Block aus heiligem Vulkanstein gelegt. Dann ein schneller Schnitt mit einem Steinmesser.
Das noch schlagende Herz wurde aus der Brust genommen und der Sonne entgegengehalten. Für mich sind die Azteken die faszinierendste, aber auch die unheimlichste Kultur der Weltgeschichte. Hola, señor. Podemos hacer la ceremonia con incenso? Da lasse ich doch die bösen Geister lieber mal vorbeugend vertreiben. Hier geht sowas ja. Jetzt werde ich untenrum frisch gemacht. Das ist Petersilie. Jetzt kriege ich sie in die Hand. Aha. Bei dem armen Montezuma hätte eine solche Prozedur jetzt gar nichts mehr genützt. Er war von allen guten Geistern verlassen. Er unterwarf sich einfach den Spaniern. Kampflos aufgeben, das fanden seine Azteken überhaupt nicht gut. Montezuma wurde von den eigenen Leuten gesteinigt und die Spanier hatten jetzt ein umso leichteres Spiel. Das Aztekenreich, das von mehr als 5 Millionen Menschen bevölkert wurde, gehörte jetzt ihnen. Die Hauptstadt Tenochtitlan, aus dem später Mexiko-Stadt wurde, brannte lichterloh. Das hier ist das Fundament des großen Tempels der Azteken. Der spanische Eroberer Hernando Cortés zerstörte ihn. Dann die ganze Stadt und schließlich das gesamte Reich der Azteken. Er machte daraus einfach Neuspanien. Und aus den Steinen des alten Tempels baute er diese Kathedrale. Hier, genau unter der Kathedrale, müssen noch irgendwo Spuren der Azteken sein. Tatsächlich, da ist es. Hier stand der Sonnentempel der Azteken. Was für ein unglaubliches Symbol für die tragische Geschichte eines Volkes, von dem nicht viel mehr übrig blieb als diese Steine hier. Der heilige Sonnenstein der Azteken. Übrigens ziemlich genau hier drüber steht der christliche Altar der Kathedrale. Der Eroberer Cortés und nach ihm Francisco Pizarro waren verdammt harte Knochen. Und eigentlich interessierte sie nur eins. Das hier. Gold. Und weil die Kultgegenstände der Azteken nicht besonders handlich und den Spaniern reichlich egal waren, wurden sie einfach eingeschmolzen und in handliche Barren verwandelt. Was da verloren gegangen ist. Durch Gold und Silber wurde vor allem Spanien zum reichsten und mächtigsten Land Europas. Aber auch die Engländer profitierten davon, indem sie viele Goldschiffe der Spanier kaperten. Die Staatskassen waren voll. Tja, und was macht man dann? Man führt Kriege. Und Europa veränderte sich. Gold wurde wichtiger als Land, Bankkonten bedeutender als Felder, Kaufleute mächtiger als Ritter. Allerdings wurde das Gold nicht wie bei den Azteken den Göttern gespendet, sondern investiert, um noch mehr Gold daraus zu machen. Und aus Gold wurde Geld. Und ab jetzt stimmt der Satz, den wir alle kennen. Geld regiert die Welt. Wir Europäer haben damit angefangen. Der spanische Borgia-Papst in Rom setzte gleich mal eine Kommission ein, die die Aufteilung der Welt unter den beiden Superseefahrermächten bestätigte. Kirchlich abgesegnete Ausbeutung sozusagen. Der östliche Teil Südamerikas, auf dem heute Brasilien liegt, wurde Portugal zugeschlagen, der westliche Spanien. Und damit wurden auch die sagenhaften Gewinne aufgeteilt. Genau damals bahnte sich im kleinen Deutschland eine Revolution an.
Gottes Wege, genau auf denen wandelte ein Mönch namens Martin Luther. Er prangerte die Geldgier der Kirche an. Sünder konnten sich mit Geld von der Strafe Gottes einfach freikaufen. Kohle gegen Höllenfeuer. Irgendwie pervers. Und für Luther ein unerträglicher Zustand der Kirche. Das Volk war an seiner Seite. Denn natürlich konnte sich die große Masse den Freikauf von Sünden nicht leisten. Luther wurde zum Ketzer erklärt. Der Papst sprach den Bann über ihn aus. Und was machte Luther? Er verbrannte den Brief einfach. Seine 95 Thesen, die er in Wittenberg an die Kirchentür genagelt haben soll, veränderten Europa wie kaum ein anderes Ereignis. Was würde wohl passieren, wenn morgen früh ein deutscher Theologieprofessor neue Glaubensthesen in einer Zeitung mit großen Buchstaben veröffentlichen würde? Nicht viel wahrscheinlich. Im Jahre 1517 führte das noch zu einer Zeitenwende. Die Welt des Mittelalters wird untergehen. Jetzt kommt, was man später einmal die Neuzeit nennen wird. Auslöser dafür sind ein Mönch und ein Tintenfass. Denn die Tinte wird in Martin Luthers Feder zum Sprengstoff. Wenn der Glaube allein und das Wort Gottes ausreichen, wie er schreibt, wenn der Mensch frei und nur seinem Gewissen gehorchen muss, tja, dann brauchen wir keinen Ablass der Sünden, keinen Papst und auch keinen teuren Klerus. Es geht also nicht nur um den Glauben, sondern auch um Freiheit, Geld und Macht. Eine explosive Mischung. Auf dem Reichstag von Worms sollte Luther seine Thesen widerrufen. Und alle waren natürlich gespannt, ob er es tun würde. Ein paar deutsche Fürsten unterstützten ihn. Sie hofften, dass der rebellische Mönch die Macht des Papstes in Deutschland schwächen könnte. Und dadurch die Einheit der Christen zerstört. Aber Luther wollte nichts zurücknehmen. Das wäre Verrat gewesen an der Bibel und an Gott. Gott, hilf mir. Amen. Der Kaiser war nicht amüsiert. Um seiner Strafe zu entgehen, musste Luther so schnell wie möglich untertauchen. Luther ist vom Kaiser als Ketzer geächtet worden. Jeder darf ihn jetzt straflos töten. Sein Landesherr, der sächsische Kurfürst, versteckt ihn hier, auf der Wartburg. Kaum jemand in der Weltgeschichte hat einen Zwangsaufenthalt so genutzt wie Junker Jörg. Das ist sein Deckname. Als Luther bei seiner Arbeit vom Teufel gestört wurde, soll er das Tintenfass nach ihm geworfen haben. Der Satan war weg und Junker Jörg schrieb weiter. Mit Tinte kann man also das Böse vertreiben und die Welt verändern. Du lieber Gott, komm doch mal runter. Ich schwör dir, dass man hier verzweifeln kann. Die gute Erde ist zwar noch in vollem Gange, doch gibt's hier viel Allotria. Drum warte bitte nicht zu lange. Sonst ist sie plötzlich nicht mehr da. Du lieber Gott, komm doch mal runter. Ich schwör dir, dass man hier verzweifeln kann. Nach der Tinte kam die Druckerschwärze. Johannes Gutenberg hatte den modernen Buchdruck erfunden. Das Internet des Mittelalters. Ohne Gutenberg kein Luther. Heute hätte er natürlich eine Homepage, www.junkerjörg.de oder sowas ähnliches. Und er würde millionenfach twittern, so dynamisch wie er war. In nur 11 Wochen übersetzt Luther das Neue Testament ins Deutsche. Leicht ist das nicht, denn die Bayern schreiben bayerische Mundart, die Sachsen sächsische. Aber Luther findet eine Sprache. Das, was wir heute Hochdeutsch nennen, geht auf ihn zurück. Was für eine Leistung. Alle Deutschen konnten jetzt die Bibel lesen und sie wurde natürlich auch gleich zum Bestseller. Und wer sie nicht lesen konnte, der bekam sie vorgelesen. Kommt her und hört alle zu!
Und das sogar öffentlich, auf Marktplätzen. Und Jesus setzte sich und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche... Die Menschen verstanden, was Luther ihnen sagen wollte. Es gilt nur das, was in der Bibel steht. Kein Wunder, dass die Kirche um ihre Macht fürchtete. Und auch der erzkatholische Kaiser Karl V. wollte, dass es bei einem Glauben bleibt, auch aus Angst, die Kontrolle über sein Riesenreich zu verlieren. Deutschland gehörte dazu, Spanien und das gerade entdeckte Amerika. Ein gigantisches Reich, in dem die Sonne nie unterging. Wir sind längst in der Welt. Kaiser Karl dachte nicht daran, das neue Glaubensbekenntnis der protestantischen Fürsten anzuerkennen. Die verließen unter Protest den Reichstag. Daher kommt das Wort Protestanten. Der Konflikt war jetzt in der Welt. Und ich will wissen, wohin solche Kämpfe um den Glauben sogar innerhalb ein und derselben Religion führen. Eigentlich immer in Katastrophen. Und damit sind wir beim 30-jährigen Krieg, dem schlimmsten in der deutschen Geschichte. 1618 begann er. Katholiken und Protestanten kämpften angeblich um den richtigen Glauben oder was die eine und die andere Seite dafür hielt. Es war der erste Krieg, in den praktisch alle großen Mächte Europas verwickelt waren und einer der furchtbarsten der Weltgeschichte. Auf der katholischen Seite kämpfte der Feldherr Albrecht von Wallenstein. Er zog mit seinen Heeren bis nach Norddeutschland, um die protestantischen Städte zu erobern. Feuer! Da mischte sich der schwedische König Gustav Adolf ein. Er war ein frommer Protestant und wollte seinen Glauben retten. Aber vor allem wollte er ein protestantisches Reich unter der Führung Schwedens. Der Glaube war bald vergessen. Und Gustav Adolf fiel in der entscheidenden Schlacht bei Lützen. Was Europa blieb, war das Elend. Zerstörte Städte und Landstriche, Millionen Tote, schreckliche Hungersnöte. Bei der damaligen Lebenserwartung bekam jemand, der am Beginn des 17. Jahrhunderts geboren wurde, nichts als Krieg zu sehen. Das muss man sich mal vorstellen. So viele Grabsteine. Wie ging es wirklich zu in einem der schlimmsten Kriege der Weltgeschichte? Die Tagebücher von Söldnern berichten schonungslos darüber. Auf den langen Märschen hatten sie oft ihre ganze Familie dabei. Und die war natürlich auch den Gefahren und Krankheiten ausgesetzt. Der Söldner Peter Hagendorf verlor auf einem der Feldzüge seine Frau und 8 seiner Kinder. Wenn es über Wochen nichts zu plündern gab, dann fegte die Not auch schon mal die letzten Skrupel hinweg. Ein Söldner berichtet davon eindrucksvoll. Im 12. Monat ist wieder ein Soldat gestorben. Und als er sollt begraben werden, sind die anderen mit Gewalt über den Toten hergefallen, haben ihn mit den Zähnen zerrissen und roh gefressen. 30 Jahre lang dauert dieser Horror. Deutschland wird zur Wüste. 7 Millionen Opfer fordert dieser Krieg. Aber wie immer in der Geschichte gibt es natürlich auch die andere Seite, die Kriegsgewinner. Wallenstein war so einer, ein Kriegsunternehmer. Ohne ihn und seine Männer war der Kaiser machtlos. Und irgendwann verhandelte Wallenstein dann auf eigene Faust mit dem Feind aus Schweden. Das war dem Kaiser zu viel. Er schickte seine Killer. Eine Februarnacht.
Plötzlich Geschrei und Waffengeklirr. Wallenstein, der in diesem Bett schläft, wird wach. Er ruft nach seinen Offizieren. Er weiß noch nicht, dass einige von ihnen nicht mehr am Leben sind und andere ihm nicht mehr gehorchen. Durch diese Tür stürmen Soldaten, die zwar zu seiner Armee gehören, aber seinen Tod wollen. Der Kaiser hat es angeordnet. Mit dieser Waffe wird Wallenstein in diesem Zimmer ermordet. Ein Offizier rammt sie ihm in den Leib. Das Genie des 30-jährigen Krieges ist tot. Alles war vergeblich, wie der Krieg selbst. Doch er geht weiter, sinnlos wie zuvor. Bis sich 11 Jahre später die Abgesandten der beteiligten Länder in Münster treffen. Und dann, nach 4 Jahren, ist er da. Der Westfälische Friede. Den Menschen erscheint das wie ein Wunder. Nicht nur die Schrecken des Krieges sind vorbei. Es gibt jetzt souveräne Staaten. Das Völkerrecht ist geboren. Und so wurde von Münster aus die Welt verändert. Und ich muss sagen, als Westfale bin ich da schon ein bisschen stolz drauf. Schade eigentlich, dass man sowas fast nie auf friedlichem Weg erreichen kann. Die Engländer auf ihrer Insel hatten sich aus dem 30-jährigen Krieg herausgehalten. Aber auch sie hatten Zoff mit dem Papst. Kein kleiner Mönch wie Martin Luther war der Auslöser, sondern der Herrscher persönlich, Heinrich VIII. Er wollte seine Ehe annullieren lassen. Die Königin hatte ihm nämlich keinen Thronfolger beschert. Eine Scheidung als Katholik? Die Boten des Papstes lehnten ab. Und Heinrich sagte sich: Dann mache ich eben eine eigene Kirche auf und mich auch gleich zum Oberhaupt. So etwas hatte es noch nie gegeben. Wütend verließen die Abgesandten aus Rom den englischen Hof. Heinrich war das eigentlich nur recht. Er hatte sowieso seine eigenen Vorstellungen vom Leben, Lieben und Herrschen. Da war ordentlich Musik drin. In London denke ich immer an Heinrich VIII., wenn ich diese 4 Türme an der Themse sehe. Der Tower von London, eine Trutzburg, damit alle sehen konnten, wie mächtig und unbesiegbar die Monarchie war. Und da damals Macht gleichzusetzen war mit Grausamkeit und Brutalität, war dies hier ein Ort des Schreckens. Heinrich VIII. Ließ hier 2 seiner 6 Ehefrauen köpfen. Kein Wunder, dass es hier spuken soll. Mein Hals ist schlank und das Schwert des Henkers scharf. Es wird schnell gehen. Das soll Ehefrau Nummer 2, Anne Boleyn, gesagt haben, kurz bevor sie ihren hübschen Kopf verlor. Genau hier, an dieser Stelle. Angeblich hatte sie zahllose Affären mit Männern gehabt, unter anderem mit ihrem Bruder, nur um wieder schwanger zu werden. Bis dahin hatte sie Heinrich den lang ersehnten männlichen Thronfolger nicht schenken können. Es kamen nur Mädchen. Aber das bekam Ehefrau Nummer 3, 4, 5 und 6 auch nicht hin. Und so wurde dann ausgerechnet die Tochter der geköpften Nummer 2 später zur Königin gekrönt. Elisabeth I. Und die hatte nur ein Ziel. Aber ein ganz großes. England sollte endlich Weltmacht werden. Es gab ja noch so viel zu erobern. Gefürchtet waren die Engländer sowieso auf den Weltmeeren. Francis Drake, der Kapitän der Golden Hind, der goldenen Hirschkuh, war im Dienst ihrer Majestät unterwegs. Er war der größte Freibeuter seiner Zeit. Keiner mit Holzbein und Augenklappe, sondern ein Gentleman im Dienst ihrer Majestät. Der erste James Bond der Weltgeschichte. Musik
Francis Drake war skrupellos genug, um richtig schön Beute zu machen. Ständig plünderte er die Schiffe der Spanier, die Gold aus den Kolonien brachten. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, warum dieses Schiff Goldene Hirschkuh heißt. Angeblich können die zwar ganz gut schwimmen, aber ich tippe mal eher auf englischen Humor. Mit diesem Schiff hier eroberte Francis Drake die Welt und piesackte die Spanier, wo er nur konnte. Eigentlich war er nichts anderes als ein Pirat. Auf einem seiner Beutezüge schaffte er es tatsächlich, 40.000 Pfund zu erobern. Das war damals nicht weniger als ein Fünftel der Jahreseinnahmen der Krone. Und die trug damals Elisabeth I. Angeblich hat Francis Drake ein Verhältnis mit der nicht ganz so jungfräulichen Queen gehabt. Vielleicht auch deshalb wurde er hier auf der Golden Hind von ihr zum Ritter geschlagen. Ob er als Liebhaber allerdings genauso erfolgreich war wie als Eroberer, wurde nicht überliefert. Elisabeths Vater hatte schon eine hübsche Flotte für seinen Inselstaat aufgebaut. Aber das ehrgeizige Töchterchen setzte noch eins drauf. Eine ganze Industrie für Schiffskanonen. So wollte sich Elisabeth den Weg auf die Weltmeere freischießen. Die Ozeane wurden damals von der Armada, der Flotte der Spanier, beherrscht. Deren König, Philipp II., war ein richtiger Protestantenhasser. Und irgendwie legte es Elisabeth auf Konfrontation mit ihm und seiner Flotte an, die als unbesiegbar galt. Sie unterschrieb das Todesurteil ihrer katholischen Cousine und Konkurrentin Maria Stuart, die angeblich an einem Mordkomplott gegen die Königin beteiligt war. Maria, eine der tragischsten Gestalten der Weltgeschichte, trug zu ihrer Hinrichtung ein rotes Unterkleid, die Farbe der Märtyrer. Und das viele Blut würde nicht so auffallen, wenn sie tot wäre, dachte sie sich. Der spanische König in seinem Palast bekam Schnappatmung. Die Hinrichtung der Katholikin Maria Stuart war ein unfassbarer Affront und das letzte Signal, die aufstrebende protestantische Seemacht England mit den Schiffen seiner Armada anzugreifen. Auf diesen Moment hatte die taffe Königin Elisabeth nur gewartet. Elisabeth war wild entschlossen, mit der stolzen Armada Schiffe versenken zu spielen. Im Ärmelkanal kommt es zum Showdown. Als die Spanier angreifen, kentern ihre großen, schwerfälligen Schiffe in einem Sturm. Die kleinen englischen bleiben oben. Und Elisabeths neue Kanonen erledigen den Rest. Die berühmteste Flotte der Welt, die spanische Armada, ist besiegt. Jetzt ist England endgültig die Seemacht in Europa. Und wo hat man das Gefühl, genau im Zentrum Englands zu sein, in der Seele von Britannia, der Herrscherin über die Ozeane? Also ich habe dieses Gefühl in Westminster Abbey. Seit Wilhelm dem Eroberer wurden alle Könige von England hier gekrönt und beigesetzt. Schließlich beherrschte diese kleine Insel am Rande Europas ein Weltimperium von nie gekannten Ausmaßen. Und mit ihr hat alles angefangen. Der ersten Elisabeth, the Virgin Queen, der jungfräulichen Königin. Überall in Europa ging jetzt die Post ab, besonders in Holland. Klein, aber oho. Amsterdam wurde zum Geburtsort des modernen Kapitalismus. Und der wurde so richtig auf die Spitze getrieben. Mit Köpfchen.
Ich habe ein Rätsel für Sie. Was hat die Schwarzwaldfichte mit Pfeffer aus Indonesien zu tun? Nun, im 17. Jahrhundert beherrschten die Holländer von Amsterdam aus nicht nur die Ostsee, sondern sie überquerten auch die Weltmeere mit ihren Schiffen aus Schwarzwaldfichte. Es war eben gute Qualität. Überall gründeten sie Kolonien. In Südafrika, Indonesien und New York hieß ursprünglich einmal Neu-Amsterdam. Ihre Abenteuerlust, ihrem Wikingergeist und ihrer Gewinnsucht war damals einfach keine Kultur gewachsen. Der neue Reichtum wurde nicht versteckt bei den Rädern und Kaufleuten, obwohl sie Protestanten waren. Lecke Aide and Drank, das gehörte zum Leben wie die Arbeit. Das könnte ich mir gut vorstellen, so zu leben wie damals die Van Loons. Die Amsterdamer Kaufmannsfamilien im 17. Jahrhundert wussten schon, wie man sich's richtig nett macht. Das Geld war nicht mehr allein in den Händen einer winzigen Gruppe von Adligen, sondern breit gestreut. Und die Bürger konnten was damit machen. Anlegen, spekulieren. In Amsterdam wurden zum ersten Mal richtige Aktien ausgegeben. Eine florierende Börse entstand. Jeder konnte sich am Boom beteiligen. Indonesien, Ostindien, China, Japan und Amerika gehörten jetzt zu den Spielfeldern der Holländer. Es gab kein Halten mehr. Und so kam es in Holland im 17. Jahrhundert zum ersten Börsenkrach. Für damalige Verhältnisse so heftig wie unsere heutige Finanzkrise. Nur dass man damals eben nicht mit irgendwelchen Fantasiepapieren spekulierte, sondern mit Tulpenzwiebeln. Tulpen waren damals absoluter Kult an der Börse, so wie heute Internetaktien. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Die Spekulanten investierten so viel, dass die Tulpenblase kam. Sie hatten die Nachfrage heillos überschätzt und irgendwann waren sie alle pleite. Die armen Tulpen and the arme Hollanders. 1000 Tulpen aus Amsterdam. Hier wurden Pläne geschmiedet für die Eroberung der Welt durch Handel. So begann die Globalisierung. Wie damals in Florenz blühte auch die Kunst. Ja, und dieses Bild von Jan Vermeer sagt eigentlich alles über diese Zeit der Pioniere. Der Geograf bei der Vermessung der Welt. Er lässt seinen Blick schweifen in die nächste Kolonie, in eine goldene Zukunft. Die Holländer verschwanden dann auch schnell wieder von der Weltbühne. Und ich sage, dach, tot geik, auf Wiedersehen bis nächste Woche. Da war ordentlich Musik drin. Here we are, born to be kings. In London denke ich immer an Heinrich den VIII., wenn ich diese vier Türme an der Themse sehe. Der Tower von London, eine Trutzburg, damit alle sehen konnten, wie mächtig und unbesiegbar die Monarchie war. Und da damals Macht gleichzusetzen war mit Grausamkeit und Brutalität, war dies hier ein Ort des Schreckens. Heinrich der VIII. Ließ hier zwei seiner sechs Ehefrauen köpfen.
kein Wunder, dass es hier spuken soll. Mein Hals ist schlank und das Schwert des Henkers scharf. Es wird schnell gehen. Das soll Ehefrau Nummer 2 Anne Boleyn gesagt haben, kurz bevor sie ihren hübschen Kopf verlor. Genau hier, an dieser Stelle. Angeblich hatte sie zahllose Affären mit Männern gehabt, unter anderem mit ihrem Bruder, nur um wieder schwanger zu werden. Bis dahin hatte sie Heinrich den lang ersehnten männlichen Thronfolger nicht schenken können. Es kamen nur Mädchen. Aber das bekam Ehefrau Nummer 3, 4, 5 und 6 auch nicht hin. Und so wurde dann ausgerechnet die Tochter der geköpften Nummer 2 später zur Königin gekrönt. Elisabeth die Erste. Und die hatte nur ein Ziel, aber ein ganz großes. England sollte endlich Weltmacht werden. Es gab ja noch so viel zu erobern. Gefürchtet waren die Engländer sowieso auf den Weltmeeren. Francis Drake, der Kapitän der Golden Hind, der goldenen Hirschkuh, war im Dienst ihrer Majestät unterwegs. Er war der größte Freibeuter seiner Zeit. Keiner mit Holzbein und Augenklappe, sondern ein Gentleman im Dienst ihrer Majestät. Der erste James Bond der Weltgeschichte. Francis Drake war skrupellos genug, um richtig schön Beute zu machen. Ständig plünderte er die Schiffe der Spanier, die Gold aus den Kolonien brachten. Der Azteken. Der spanische Eroberer Hernando Cortés zerstörte ihn. Dann die ganze Stadt und schließlich das gesamte Reich der Azteken. Er machte daraus einfach Neuspanien. Und aus den Steinen des alten Tempels baute er diese Kathedrale. Hier, genau unter der Kathedrale, müssen noch irgendwo Spuren der Azteken sein. Tatsächlich, da ist es. Hier stand der Sonnentempel der Azteken. Was für ein unglaubliches Symbol für die tragische Geschichte eines Volkes, von dem nicht viel mehr übrig blieb als diese Steine hier. Der heilige Sonnenstein der Azteken. Übrigens ziemlich genau hier drüber steht der christliche Altar der Kathedrale. Der Eroberer Cortés und nach ihm Francisco Pizarro waren verdammt harte Knochen. Und eigentlich interessierte sie nur eins. Das hier. Gold. Und weil die Kultgegenstände der Azteken nicht besonders handlich und den Spaniern reichlich egal waren, wurden sie einfach eingeschmolzen und in handliche Barren verwandelt. Was da verloren gegangen ist. Durch Gold und Silber wurde vor allem Spanien zum reichsten und mächtigsten Land Europas. Aber auch die Engländer profitierten davon, indem sie viele Goldschiffe der Spanier kaperten. Die Staatskassen waren voll. Tja, und was macht man dann? Man führt Kriege. Und Europa veränderte sich. Gold wurde wichtiger als Land, Bankkonten bedeutender als Felder, Kaufleute mächtiger als Ritter. Allerdings wurde das Gold nicht wie bei den Azteken den Göttern gespendet, sondern investiert, um noch mehr Gold daraus zu machen. Und aus Gold wurde Geld. Und ab jetzt stimmt der Satz, den wir alle kennen. Geld regiert die Welt. Wir Europäer haben damit angefangen. Der spanische Borgia-Papst in Rom setzte gleich mal eine Kommission ein, die die Aufteilung der Welt unter den beiden Superseefahrermächten bestätigte. Kirchlich abgesegnete Ausbeutung sozusagen. Der östliche Teil Südamerikas, auf dem heute Brasilien liegt, wurde Portugal zugeschlagen, der westliche Spanien. Und damit wurden auch die sagenhaften von Münster aus die Welt verändert. Und ich muss sagen, als Westfale bin ich da schon ein bisschen stolz drauf.
Schade eigentlich, dass man sowas fast nie auf friedlichem Weg erreichen kann. Die Engländer auf ihrer Insel hatten sich aus dem Dreißigjährigen Krieg herausgehalten. Aber auch sie hatten Zoff mit dem Papst. Kein kleiner Mönch wie Martin Luther war der Auslöser, sondern der Herrscher persönlich, Heinrich VIII. Er wollte seine Ehe annullieren lassen. Die Königin hatte ihm nämlich keinen Thronfolger beschert. Eine Scheidung als Katholik? Die Boten des Papstes lehnten ab. Und Heinrich sagte sich, dann mache ich eben eine eigene Kirche auf und mich auch gleich zum Oberhaupt. So etwas hatte es noch nie gegeben. Wütend verließen die Abgesandten aus Rom den englischen Hof. Heinrich war das eigentlich nur recht. Er hatte sowieso seine eigenen Vorstellungen vom Leben, Lieben und Herrschen. Da war ordentlich Musik drin. Here we are, born to be kings. In London denke ich immer an Heinrich VIII., wenn ich diese vier Türme an der Themse sehe. Der Tower von London, eine Trutzburg, damit alle sehen konnten, wie mächtig und unbesiegbar die Monarchie war. Und da damals Macht gleichzusetzen war mit Grausamkeit und Brutalität, war dies hier ein Ort des Schreckens. Heinrich VIII. Ließ hier zwei seiner sechs Ehefrauen köpfen. Kein Wunder, dass es hier spuken soll. Mein Hals ist schlank und das Schwert des Henkers scharf. Es wird schnell gehen. Das soll Ehefrau Nummer zwei Anne Boleyn gesagt haben, kurz bevor sie ihren hübschen Kopf verlor. Genau hier, an dieser Stelle. Angeblich hatte sie zahllose Affären mit Männern gehabt, unter anderem mit ihrem Bruder, nur um wieder schwanger zu werden. Bis dahin hatte sie Heinrich den lang ersehnten männlichen Thronfolger nicht schenken können. Es kamen nur Mädchen. Aber das bekam Ehefrau Nummer 3, 4, 5 und 6 auch nicht hin. Und so wurde dann ausgerechnet die Tochter der geköpften Nummer 2 später. Schließlich beherrschte diese kleine Insel am Rande Europas ein Weltimperium von nie gekannten Ausmaßen. Und mit ihr hat alles angefangen. Der ersten Elisabeth, the Virgin Queen, der jungfräulichen Königin. Überall in Europa ging jetzt die Post ab, besonders in Holland. Klein, aber oho. Amsterdam wurde zum Geburtsort des modernen Kapitalismus. Und der wurde so richtig auf die Spitze getrieben. Mit Köpfchen. Ich habe ein Rätsel für Sie. Was hat die Schwarzwaldfichte mit Pfeffer aus Indonesien zu tun? Nun, im 17. Jahrhundert beherrschten die Holländer von Amsterdam aus nicht nur die Ostsee, sondern sie überquerten auch die Weltmeere mit ihren Schiffen aus Schwarzwaldfichte. Es war eben gute Qualität. Überall gründeten sie Kolonien. In Südafrika, Indonesien und New York hieß ursprünglich einmal Neu-Amsterdam. Ihre Abenteuerlust, ihrem Wikingergeist und ihrer Gewinnsucht war damals einfach keine Kultur gewachsen. Der neue Reichtum wurde nicht versteckt bei den Rädern und Kaufleuten, obwohl sie Protestanten waren. Lecke Ate and Drank, das gehörte zum Leben wie die Arbeit. Das könnte ich mir gut vorstellen, so zu leben wie damals die Van Loons. Die Amsterdamer Kaufmannsfamilien im 17. Jahrhundert wussten schon, wie man sich's richtig nett macht. Das Geld war nicht mehr allein in den Händen einer winzigen Gruppe von Adligen, sondern breit gestreut. Und die Bürger konnten was damit machen. Anlegen, spekulieren.
In Amsterdam wurden zum ersten Mal richtige Aktien ausgegeben. Eine florierende Börse entstand. Jeder konnte sich am Boom beteiligen. Indonesien, Ostindien, China, Japan und Amerika gehörten jetzt zu den Spielfeldern der Holländer. Es gab kein Halten mehr. Und so kam es in Holland im 17. Jahrhundert zum ersten Börsenkrach. Für damalige Verhältnisse so heftig wie unsere heutige Finanzkrise. Nur, dass man damals eben nicht mit irgendwelchen Fantasiepapieren spekulierte, sondern mit Tulpenzwiebeln. Tulpen waren damals absoluter Kult an der Börse, so wie heute Internetaktien. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Columbus und sein berühmtes Ei. Volle Fahrt voraus ins Zeitalter der großen Entdeckungen. Neue Kontinente und geheimnisvolle Herrscher wie der Aztekenkönig Montezuma warten auf uns. Die alten Kulturen waren den Eroberern meist egal. Sie wollten nur Kasse machen für die Könige, die sie losgeschickt hatten. Aber auch Revolutionäre wie der Mönch Martin Luther veränderten die Welt. Und es schlug die Stunde der Frauen. Königin Elisabeth I. von England mit ihrer Flotte wurde zur mächtigsten Herrscherin der Welt. Bis zum 15. Jahrhundert ahnte man nur, dass hinter dem Horizont über den Ozeanen noch etwas sein könnte. Und wer wusste schon, ob man nicht irgendwo da hinten verschlungen wurde oder in einen Abgrund stürzte. Aber irgendwann war der Entdeckergeist der alten Europäer stärker. In Portugal und Spanien rauchten die Köpfe der Kartografen und Seeleute. Sie planten die Entdeckung neuer Kontinente. Schiffe wurden jetzt in alle Himmelsrichtungen losgeschickt und das Zeitalter der großen Abenteuer brach an. Der Wind weht von allen Seiten. Na, lasst den Wind doch wehen. Also Christoph Kolumbus verstehe ich gut. Auf einen wie ihn muss das alles gewirkt haben wie reines Adrenalin. Nicht untergehen. Einen neuen Weg nach Indien finden. Das war Kolumbus' Traum. Einfach immer nach Westen segeln, dann kommt man schon an, dachte er sich. Keiner an den Höfen Europas fand seine Vision besonders prickelnd. Die schlauen Kartografen glaubten nicht an die Berechnungen des Italieners. Aber ein Kolumbus gibt nicht so schnell auf. Und schließlich, bis nach langem Hin und Her, die machtbewusste spanische Königin Isabella von Kastilien an. Sie sagte sich, was soll's, vielleicht springt ja was für Spanien raus und man kann dem Konkurrenten Portugal eins auswischen. Einen Moment lang zögerte sie noch, aber dann ließ sie sich erweichen, in Gottes Namen. Kolumbus bekam zwei mickrige Schiffe von den Spaniern. Das dritte musste er sich mieten und eine Mannschaft anheuern, die nicht gleich meutern würde, wenn etwas schief ging. An die Berechnungen des Italieners. Aber ein Kolumbus gibt nicht so schnell auf. Und schließlich, bis nach langem Hin und Her, die machtbewusste spanische Königin Isabella von Kastilien an. Sie sagte sich, was soll's, vielleicht springt ja was für Spanien raus und man kann dem Konkurrenten Portugal eins auswischen. Einen Moment lang zögerte sie noch, aber dann ließ sie sich erweichen, in Gottes Namen. Kolumbus bekam zwei mickrige Schiffe von den Spaniern. Das dritte musste er sich mieten und eine Mannschaft anheuern, die nicht gleich meutern würde, wenn etwas schief ging.
Jetzt ging es endlich los, immer Richtung Westen, den verlockenden Schätzen Indiens entgegen, auf die alle so scharf waren. Wenn man mich damals zur Mitfahrt auf dieser Nussschale zwangsverpflichtet hätte, als Schiffsjunge zum Beispiel. Naja, oh Gott, hätte ich gedacht, was dieser Kolumbus da so alles erzählt, das ist doch reichlich schräg. Wenn du nach Indien willst, was ja ganz weit im Osten liegt, dann musst du gar nicht nach Osten fahren. Nein, du musst einfach ein bisschen nach Westen segeln. Wer soll denn bitte sowas glauben? Und dann endlich Land, wenn auch das Falsche. Statt Indien, Amerika. Aber er sagte sich, Hauptsache ich hab was entdeckt. Andere zermartern sich das Hirn darüber, wie man ein Ei zum Stehen bringt. Ich hab's einfach getan. Das ist das Ei des Kolumbus. Ein Licht ging mir auf. Das Ei des Kolumbus, ein Licht ging mir auf. Irgendwie hatte sich Kolumbus die Inder genauso vorgestellt wie die Ureinwohner, die ihn so nett empfingen. Sie ahnten ja noch nicht, dass der Anfang vom Ende ihrer Kultur gekommen war. Und diese Indianer, die keine waren, heißen heute immer noch Indianer und die Indios, Indios. Irrtümer haben in der Weltgeschichte manchmal das ewige Leben. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island. Dasch mit den Schiffen seiner Armada anzugreifen. Auf diesen Moment hatte die taffe Königin Elisabeth nur gewartet. Elisabeth war wild entschlossen, mit der stolzen Armada Schiffe versenken zu spielen. Im Ärmelkanal kommt es zum Showdown. Als die Spanier angreifen, kentern ihre großen, schwerfälligen Schiffe in einem Sturm. Die kleinen englischen bleiben oben. Und Elisabeths neue Kanonen erledigen den Rest. Die berühmteste Flotte der Welt, die spanische Armada, ist besiegt. Jetzt ist England endgültig die Seemacht in Europa. Und wo hat man das Gefühl, genau im Zentrum Englands zu sein, in der Seele von Britannia, der Herrscherin über die Ozeane? Also ich habe dieses Gefühl in Westminster Abbey. Seit Wilhelm dem Eroberer wurden alle Könige von England hier gekrönt und beigesetzt. Schließlich beherrschte diese kleine Insel am Rande Europas ein Weltimperium von nie gekannten Ausmaßen. Und mit ihr hat alles angefangen. Der ersten Elisabeth, the Virgin Queen, der jungfräulichen Königin. Überall in Europa ging jetzt die Post ab, besonders in Holland. Klein, aber oho. Amsterdam wurde zum Geburtsort des modernen Kapitalismus. Und der wurde so richtig auf die Spitze getrieben. Mit Köpfchen. Ich habe ein Rätsel für Sie. Was hat die Schwarzwaldfichte mit Pfeffer aus Indonesien zu tun? Nun, im 17. Jahrhundert beherrschten die Holländer von Amsterdam aus nicht nur die Ostsee, sondern sie überquerten auch die Weltmeere mit ihren Schiffen aus Schwarzwaldfichte. Zwar eben gute Qualität. Überall gründeten sie Kolonien in Südafrika, Indonesien und New York hieß ursprünglich einmal Neu-Amsterdam.
ihrer Abenteuerlust, ihrem Wikingergeist und ihrer Gewinnsucht war damals einfach keine Kultur gewachsen. Der neue Reichtum wurde nicht versteckt bei den Rädern und Kaufleuten, obwohl sie Protestanten waren. Lecke Eise und Drank, das gehörte zum Leben wie die Arbeit. Das könnte ich mir gut vorstellen, so zu leben wie damals die Van Loons. Die Amsterdamer Kaufmannsfamilien im 17. Jahrhundert wussten schon, wie man sich's richtig nett macht. Das Geld war nicht mehr allein in den Händen einer winzigen Gruppe von Adligen, sondern breit gestreut. Und die Bürger konnten was damit machen: anlegen, spekulieren. In Amsterdam wurden zum ersten Mal richtige Aktien ausgegeben. Eine florierende Börse entstand. Jeder konnte sich am Boom beteiligen. Indonesien, Ostindien, China, Japan und Amerika gehörten jetzt zu den Spielfeldern der Holländer. Es gab kein Halten mehr. Und so kam es in Holland im 17. Jahrhundert zum ersten Börsenkrach. Für damalige Verhältnisse so heftig wie unsere heutige Finanzkrise. Nur, dass man damals eben nicht mit irgendwelchen Fantasiepapieren spekulierte, sondern mit Tulpenzwiebeln. Tulpen waren damals absoluter Kult an der Börse, so wie heute Internetaktien. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Die Spekulanten investierten so viel, dass die Tulpenblase kam. Sie hatten die Nachfrage heillos überschätzt und irgendwann waren sie alle pleite. Die armen Tulpen and the arme Hollanders. 1000 Tulpen aus Amsterdam. Hier wurden Pläne geschmiedet für die Eroberung der Welt durch Handel. So begann die Globalisierung. Wie damals in Florenz blühte auch die Kunst. Ja, und dieses Bild von Jan Vermeer sagt eigentlich alles über diese Zeit der Pioniere. Der Geograf bei der Vermessung der Welt. Er lässt seinen Blick schweifen in die nächste Kolonie, in eine goldene Zukunft. Die Holländer verschwanden dann auch schnell wieder von der Weltbühne. Und ich sage, da, tot geik, auf Wiedersehen bis nächste Woche. Was Europa blieb, war das Elend. Zerstörte Städte und Landstriche, Millionen Tote, schreckliche Hungersnöte. Bei der damaligen Lebenserwartung bekam jemand, der am Beginn des 17. Jahrhunderts geboren wurde, nichts als Krieg zu sehen. Das muss man sich mal vorstellen. So viele Grabsteine. Wie ging es wirklich zu in einem der schlimmsten Kriege der Weltgeschichte? Die Tagebücher von Söldnern berichten schonungslos darüber. Auf den langen Märschen hatten sie oft ihre ganze Familie dabei. Und die war natürlich auch den Gefahren und Krankheiten ausgesetzt. Der Söldner Peter Hagendorf verlor auf einem der Feldzüge seine Frau und 8 seiner Kinder. Wenn es über Wochen nichts zu plündern gab, dann fegte die Not auch schon mal die letzten Skrupel hinweg. Ein Söldner berichtet davon eindrucksvoll. Im 12. Monat ist wieder ein Soldat gestorben. Und als er sollt begraben werden, sind die anderen mit Gewalt über den Toten hergefallen, haben ihn mit den Zähnen zerrissen und roh gefressen. 30 Jahre lang dauert dieser Horror. Deutschland wird zur Wüste. 7 Millionen Opfer fordert dieser Krieg. Aber wie immer in der Geschichte gibt es natürlich auch die andere Seite, die Kriegsgewinner. Wallenstein war so einer.
ein Kriegsunternehmer. Ohne ihn und seine Männer war der Kaiser machtlos. Und irgendwann verhandelte Wallenstein dann auf eigene Faust mit dem Feind aus Schweden. Das war dem Kaiser zu viel. Er schickte seine Killer. Eine Februarnacht. Plötzlich Geschrei und Waffengeklirr. Wallenstein, der in diesem Bett schläft, wird wach. Er ruft nach seinen Offizieren. Er weiß noch nicht, dass einige von ihnen nicht mehr am Leben sind und andere ihm nicht mehr gehorchen. Durch diese Tür stürmen Soldaten, die zwar zu seiner Armee gehören, aber seinen Tod wollen. Der Kaiser hat es angeordnet. Mit dieser Waffe wird Wallenstein in diesem Zimmer ermordet. Ein Offizier rammt sie ihm in den Leib. Das Genie des 30-jährigen Krieges ist tot. Alles war vergeblich, wie der Krieg selbst. Doch er geht weiter, sinnlos wie zuvor. Bis sich 11 Jahre später die Abgesandten der beteiligten Länder in Münster treffen. Und dann, nach 4 Jahren, ist er da. Kaiser Karl dachte nicht daran, das neue Glaubensbekenntnis der protestantischen Fürsten anzuerkennen. Die verließen unter Protest den Reichstag. Daher kommt das Wort Protestanten. Der Konflikt war jetzt in der Welt. Und ich will wissen, wohin solche Kämpfe um den Glauben sogar innerhalb ein und derselben Religion führen. Eigentlich immer in Katastrophen. Und damit sind wir beim 30-jährigen Krieg, dem schlimmsten in der deutschen Geschichte. 1618 begann er. Katholiken und Protestanten kämpften angeblich um den richtigen Glauben oder was die eine und die andere Seite dafür hielt. Es war der erste Krieg, in den praktisch alle großen Mächte Europas verwickelt waren und einer der furchtbarsten der Weltgeschichte. Auf der katholischen Seite kämpfte der Feldherr Albrecht von Wallenstein. Meine Männer haben die Flucht ergriffen! Ausgerechnet Pappenheim! Er zog mit seinen Heeren bis nach Norddeutschland, um die protestantischen Städte zu erobern. Feuer! Da mischte sich der schwedische König Gustav Adolf ein. Er war ein frommer Protestant und wollte seinen Glauben retten. Aber vor allem wollte er ein protestantisches Reich unter der Führung Schwedens. Der Glaube war bald vergessen. Und Gustav Adolf fiel in der entscheidenden Schlacht bei Lützen. Was Europa blieb, war das Elend. Zerstörte Städte und Landstriche, Millionen Tote, schreckliche Hungersnöte. Bei der damaligen Lebenserwartung bekam jemand, der am Beginn des 17. Jahrhunderts geboren wurde, nichts als Krieg zu sehen. Das muss man sich mal vorstellen. So viele Grabsteine. Wie ging es wirklich zu in einem der schlimmsten Kriege der Weltgeschichte? Die Tagebücher von Söldnern berichten schonungslos darüber. Auf den langen Märschen hatten sie oft ihre ganze Familie dabei. Und die war natürlich auch den Gefahren und Krankheiten ausgesetzt. Der Söldner Peter Hagendorf.